Hallo und herzlich willkommen bei Wein verstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Wein erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich heute bei der 25. Folge des WVLG Podcasts mit dem Titel Weine zwischen Mond und Hörner, biodynamische Weine begrüßen zu dürfen. Ja, als allererstes möchte ich mich natürlich bei allen Hörern entschuldigen, die bereits vor 3 Wochen die Folge über biodynamische Weine erwartet hatten. Corona hat auch bei mir einiges durcheinander gebracht und die Weinwelt auf den Kopf gestellt, so dass es mir nicht möglich war, eine normale Episode wie angekündigt zu produzieren. Deswegen habe ich das Interview mit Nova Cadamater, die mein Master of Wine von Mondavi, vorgezogen. Das hat ja thematisch eigentlich ganz gut gepasst, weil die letzten Interviews haben sich ja alle mit Winzer beschäftigt. Und jetzt kommt dann endlich eben die erwartete Episode über die biodynamischen Weine. Der Grund der Verzögerung war einfach der, dass mein Hörer Alexei sich bei mir gemeldet hatte und mit mir gemeinsam die 2 heutigen Weine verkosten wollte während der Aufnahme. Und ja, erst hatten wir den Termin immer weiter nach hinten verschoben und dann ist irgendwann der Hammer gefallen und Kontaktsperre ist ausgerufen worden und deswegen hatten wir dann das Treffen gecancelt und am Schluss haben wir dann die Verkostung per Skype gemacht. Die Tonqualität dürfte dieses Mal ganz in Ordnung sein und die Verkostung ist wie immer, wenn man mit jemand anderes es gemeinsam macht, ein bisschen länger. Insgesamt wird es heute sowieso eine etwas längere Folge. Es gibt einiges anzukündigen und zu berichten, was so die letzten Wochen passiert ist. Und wem das zu viel Hausmeisterei vorneweg ist, kann natürlich wie immer gerne die Kapitelmarken benutzen. Ja, Corona, ich möchte auch noch mal kurz berichten euch, welche Auswirkungen das für mich hatte. Im März ging es ja los. Ich bin jetzt fast schon auch ein bisschen außer Übung, Episoden aufzunehmen, weil es jetzt 2 Interviews hintereinander gab. Die letzte Aufnahme liegt jetzt schon 8 Wochen zurück. Jetzt muss ich mich ja erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Und die Zeit war so dynamisch, dass es einem fast schwerfällt, sich an 7 Wochen zurückzuerinnern. Aber der erste große Paukenschlag in der Weinwelt war sicherlich die Absage der ProWein in Düsseldorf, der weltweit größten Weinmesse, wo eigentlich alle aus der Branche drauf hinfiebern. Mehr oder weniger aus juristischen Gründen ist die Lesart nun die, dass die Weinmesse auf nächstes Jahr verschoben wird und nicht abgesagt worden ist. Ja, dann stellt sich natürlich die Frage, was mit der angekündigten Weinmesse für nächstes Jahr passiert. Ich würde mal stark darauf tippen, dass die dann ausfällt, aber dafür wurden noch keine Tickets verkauft und deswegen sind die Regressansprüche wahrscheinlich auf diesem Weg am geringsten ausgefallen. Ja, und mit der Absage der ProWein ging es dann immer munter weiter. Ich konnte an dem Wochenende noch 2 Seminare bei Schacks Weindepot in Erding und Dagelfing halten. Die nächsten Seminare bei Schack wären jetzt für Mai angekündigt mit meinem selbst entworfenen Seminar aus dem Abseits. Da würde es um Weine aus unbekannten Anbaugebieten gehen. Eigentlich ein sehr unterhaltsames und schönes, informatives Seminar. Ob wir es stattfinden lassen können, weiß ich noch nicht. Wenn ihr aus der Nähe hier im Münchner Raum seid, schaut vielleicht einfach auf die Homepage von Nils Grabler, der Depotbetreiber in Erding und Dagelfing. Ich denke mal, dort werden aktuelle Informationen zu der Durchführung der Seminare bekannt gegeben oder ihr ruft dann einfach im Depot an.
Ich bin noch unentschlossen, ob ich von meiner Seite aus halten möchte, wird sich jetzt zeigen, was die nächsten 4 Wochen bringen. Sehr schwierig vorherzusagen alles. Aber ehrlich gesagt, ein Weinseminar mit Mundschutz und Nasenschutz finde ich dann doch ein bisschen, ich sag's jetzt mal gewöhnungsbedürftig, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, das zu machen. Aus dem Grund wurde auch mein VHS-Kurs, der am Sonntag jetzt stattgefunden hätte, auch verschoben auf den 2. August. Dort findet dann in der Freisinger VHS mein Champagner- und Weißwein-Seminar statt. Zumindest haben wir es jetzt mal angesetzt für den ersten Sonntag um 16 Uhr in der VHS Freising. Und die Zeit wird dann zeigen, was zu dem Zeitpunkt dann möglich ist. Ja, dann wollte ich euch noch darauf hinweisen, dass ich meine winepodcast.de Homepage erweitert habe um ein Forum. Es erreichen mich ja immer wieder, zum Glück bin ich sehr froh drüber und dankbar, Hörerfragen, und nicht alle bieten sich thematisch an, und ich habe mir jetzt gedacht, ich richte ein Forum auf meiner Seite ein, das 10.000. Forum im Internet bezüglich Wein vielleicht, aber so biete ich euch eine Plattform an, eure Fragen auf meiner Homepage zu hinterlassen, und die Beantwortung der Hörerfragen würde ich dann in erster Linie dort durchführen, beziehungsweise wenn ich sie thematisch passend finde, dann natürlich auch mal wieder hier in der Audioaufnahme des Podcasts, aber dort könnt ihr dann quasi auch jeder Hörer nachlesen, was andere gefragt haben und was ich dann darauf geantwortet habe, und vielleicht wäre wünschenswert, oder ich würde mich darüber am meisten freuen, würde es an dieser Stelle eben dann auch Diskussionen geben. Das Forum würde ich auch ganz gerne nutzen, und ich habe es jetzt so eingerichtet, dass es zu jeder Folge ein eigenes Thema gibt, sodass ihr die Möglichkeit habt, dort die einzelnen Episoden meines Podcasts dort dezidiert zu diskutieren. Und es gibt noch ein Thema, ein Thread, der für Themenvorschläge vorgesehen ist, wenn ihr Anregungen hinterlassen wolltet, was ich besprechen sollte in meinem Podcast, eine Wishlist quasi, dann könnt ihr das auch dort im dem Forum in Zukunft machen. Dann das nächste ist, nicht wegen Corona, aber Corona hat dem Vorhaben, meinem Projekt, was jetzt schon länger in der Schublade liegt, beziehungsweise so ein bisschen vor sich hingegärt, hat neuen Aufschub oder Auftrieb verliehen. Ich habe mich jetzt entschieden, einen Online-Weinkurs zu machen. Und zwar ist das, der Podcast, sage ich mal, wird in Zukunft dann als Ergänzung oder als Begleitung zu dem Online-Weinkurs zu verstehen sein. Natürlich wird es inhaltliche Überschneidungen geben, aber der Online-Weinkurs wird dann viel mehr auch einen Seminarcharakter oder Kurscharakter eben haben, wo ich dann eben vielleicht auch ein bisschen mehr ins Detail gehe, beziehungsweise einfach auch ein bisschen fokussierter das ein oder andere Thema behandle. Das Konzept steht, es wird insgesamt 18 Videos geben, vermutlich zwischen 15 und 20 Minuten. Die ersten 7 davon werden Grundlagen und Theorie sein. Und dann gibt es 10 Folgen mit Praxis. Das soll heißen, innerhalb dieser 10 Folgen werden wir 24 Weine verkosten. Die Weine werde ich dort in einem eigenen Shop vertreiben, und ich bin sehr froh und dankbar darüber, dass ich Vinexus als Logistikhändler gewinnen konnte, die mir zum einen freundlicherweise die Weine, die ich für dieses Seminar brauche, zur Verfügung gestellt haben, und alle Weine, die ihr bei mir
im Paket oder auch einzeln für jede Folge bestellen könnt, werden euch dann von Vinexus geliefert. Selbstverständlich zum selben Preis wie bei Vinexus selber. Und Folge 18 wird dann ein Bonus sein. Alle, die die ersten 17 Folgen gehört haben, können dann eben auch Bonusfolge 18 kostenlos erwerben. Und dort wird es dann ein Special geben zur Kombination von Wein und Speisen. Die Videos gibt es als Corona-Special. Die 7 Theorievideos biete ich euch für nur 9 Euro an, um einfach mal reinzuschmecken in meinen Online-Kurs. Und alle 18 Folgen am Stück wird es dann für 149 Euro als Corona-Special geben. Und die Weine könnt ihr entweder als Gesamtpaket kaufen oder ich habe 2 Pakete geschnürt, ein deutlich günstigeres für die ersten 5 praktischen Folgen und dann ein zweites teureres für die zweiten 5 Folgen. Liegt einfach daran, dass in dem zweiten Paket dann hochpreisige Weine wie Dessertweine, Champagner etc. drin sind. Und so kann jeder für sich entscheiden, wie viel er letztens ausgeben möchte oder wie intensiv er damit einsteigen möchte. Die Seite wird kurz nach Veröffentlichung des Podcasts, ich rechne damit so um 1. Mai rum, online gehen und ihr findet mein Online-Seminar, Online-Weinkurs in Zukunft unter www.online-weinkurs.de. Ich möchte euch auch noch aufrufen, an dieser Stelle wer Lust dazu hat, sich als Beta-Tester bei mir zu melden. Und zwar würde ich natürlich mein Konzept ganz gerne erstmal auf die Menschheit loslassen, ohne es gleich zu kommerzialisieren. Das heißt, für 60 Euro habt ihr die Möglichkeit, als Erste meine Videos zu testen, die Seite zu testen, den Shop zu testen. Und für 60 Euro bekommt ihr dann quasi alle 18 Folgen. Und das erste Weinpaket bekommt ihr dann zum Selbstkostenpreis von mir geliefert und das zweite Weinpaket, wer dann ordentlich mitgemacht hat, kriegt dann noch das zweite Paket ebenfalls zum Selbstkostenpreis. Alle weiteren Details findet ihr dann eben auf der Homepage, die wie gesagt am 1.5. dann losgeht und wie gesagt, die URL ist www.online-weinkurs.de. Ja, das wäre es soweit von meiner Seite bezüglich Einleitung. Einen letzten Aufruf hätte ich noch im Zuge des Online-Weinkurses, bin ich am Überlegen, auch wegen Corona jetzt, ob ihr Interesse daran hättet, auch mal eine Live-Verkostung mit mir zu machen. Das soll heißen, entweder eine Episode in Zukunft die Verkostung live zu machen. Das heißt, ich würde einen Termin nennen, wo ich dann die 2 Weine für eine normale WVLG-Ausgabe bespreche. Und dort könnt ihr mir dann entweder auf der Audiospur zuhören und in irgendeiner Form eine Feedback-Schleife sollte es dann geben, dass ihr mit mir während der Verkostung auch in Kontakt treten könnt, beziehungsweise Fragen stellen könnt, Antworten geben könnt, eure Meinung zu den Weinen quasi live online in den Ring schmeißt. Wer auf sowas Lust hat, schreibt mir einfach per Twitter, Facebook, Messenger, E-Mail, wie auch immer, ob ihr an sowas Lust habt. So, dann genug mit der Hausmeisterei und wir starten wie üblich mit den 3 Key Facts dieser Ausgabe. Die 3 Key Facts zur 25. Ausgabe vom WVLG Podcast über biodynamische Weine sind folgende. Key Fact 1, Biodynamik oder Biodynamie ist eine naturnahe Bewirtschaftung der Weinberge, die den Kreislauf der Natur am Leben erhalten möchte und unterstützen. Key Fact 2,
Biodynamik baut auf den Ansatz der sogenannten Anthroposophie von Rudolf Steiner auf und er hat die biodynamische Landwirtschaft 1924 auf einen Kongress begründet. Und Key Fact 3, zusätzlich werden häufig die Weine weniger stark behandelt, sodass sich in Summe manchmal ein besonderes Geschmacksprofil bei biodynamischen Weinen einstellt. Ja, vorneweg, bevor wir uns den zwei Weinen dann gemeinsam mit Alexei widmen, wie immer ein bisschen Theorie und Grundlagen zu dem Thema vorneweg. Und in dieser Ausgabe wäre es natürlich möglich, mehrere Stunden wahrscheinlich nur über Biodynamie oder biodynamischen Weinbau zu sprechen. Das möchte ich euch jetzt nicht zumuten. Wie immer findet ihr auf meiner Homepage ein paar Links für Hintergrundinformationen bei Wikipedia. Dort könnt ihr dann nochmal alles genau im Detail nachlesen. Und ganz ehrlich muss ich euch auch gestehen, dass ich in dem Thema an sich, was Biodynamie oder Biodynamik auszeichnet, nicht unbedingt sattelfest bin. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass ich es sehr begrüßenswert finde, dass immer mehr Landwirte und nicht nur Weinbauern, aber bei mir geht es eben um Wein, sich damit beschäftigen, wie man nachhaltiger, naturnah und ohne Einsatz von Pestiziden und Düngemittel den Weinberg bewirtschaften kann. Das alleine wäre vielleicht auch mit biologischen und zertifizierten Weinanbau möglich. Und die Biodynamie geht eben noch einen Schritt weiter und hat, ich nenne es jetzt mal, einen ideologischen Überbau, wo ich Probleme damit habe, ehrlich gesagt, das in mein naturwissenschaftliches Weltbild einzufügen. Der Grund ist schlicht und einfach der, dass manche Sachen, auf die sich die Biodynamiker berufen, wissenschaftlich in Studien bisher nicht nachgewiesen werden konnten, in dem Sinne, dass der Boden oder die Natur im Weinberg über den ökologischen Anbau hinaus von der Biodynamik noch zusätzlich profitieren würde und ich mir einfach schwer tue, die Auswirkungen des Kosmos oder der Konstellation der Gestirne auf die Pflanzen. Im Wesentlichen geht es ja in der Landwirtschaft um die Pflanzen, mir herleiten kann. Ich habe vor kurzem auf einem Spruch von einer Demetermilch, einen Spruch auf einer Tüte von einer Demetermilch gefunden, oder es war eine Flasche natürlich, keine Tüte. Und da stand drauf, Demeterbauern säen, pflegen und ernten im Einklang mit dem Rhythmen der Gestirne, so nutzen sie die Naturkräfte des Kosmoses. Und das ist genau das, was ich versucht habe, gerade auszudrücken. Diesen Sprung würde ich aus meiner Perspektive einfach nicht so mitgehen wollen. Ich würde das jetzt gar nicht werten wollen. Ich sehe es kritisch, aber ich würde es nicht werten, weil ich sag mal, jeder Landwirt oder Weinbauer, der bemüht ist, seine landwirtschaftliche Fläche ökologisch nachhaltig zu bewirtschaften, begrüße ich, unterstütze ich, finde ich lobenswert, anerkennenswert und ist ein Zugewinn letzten Endes für uns alle und für die Umwelt. Wie man das dann konkret umsetzt, das denke ich, kann man jedem selber überlassen und gerade in der ökologischen Ecke gibt es ja die ein oder andere Glaubensrichtung, verzeiht mir jetzt das Wort, aber ihr wisst, was damit gemeint ist. Und das System oder das Konzept muss in sich natürlich auch schlüssig sein. Ja, der Begründer, wie gesagt, war Rudolf Steiner.
der unter anderem die Anthroposophie entwickelt hat. Das ist eine gewisse Glaubensrichtung, die eigentlich auch als Theosophie bezeichnet wird und ist nicht zu verwechseln mit der Anthropologie. Was hinter den Begriffen im Einzelnen steht, könnt ihr auf den Links auf meiner Homepage oder in den Shownotes selbst nachlesen. Das würde jetzt zu weit gehen. Ich möchte nur so viel sagen, dass Rudolf Steiner ein durchaus kritisierter Zeitgenosse war, dass er mit seinen Ansichten in gewissen Clubs unterwegs war und auch, sage ich mal, akademische Kreise gesucht hat, Künstlerkreise gesucht hat. Und dort war er zum Teil schon als Paradiesvogel oder zum Teil auch als Sonderling angesehen. Und was der Vollständigkeit halber auch erwähnt werden muss, finde ich, dass interessanterweise die biodynamische Landwirtschaft im Dritten Reich große Unterstützer gefunden hat. Rudolf Steiner, inwieweit er damit involviert war, weiß ich nicht. Er hatte aber einen eigenen Unterstützer, einen gewissen Herrn Bartsch, der gute Kontakte offensichtlich in die Wehrmachtsführung hatte, sodass in den Anfangszeiten zumindest sein Ansatz verfolgt worden ist. Am Schluss ist er zwar in Ungnade gefallen. Letzten Endes war es dann so, dass der Ansatz in Deutschland oder Europa in den 60er Jahren Aufschwung erfahren hat, als in diesem Jahrzehnt dann auch Demeter gegründet worden ist. Ich wollte euch noch kurz erläutern, wie die Biodynamie aufgesetzt ist. Und zwar baut die biodynamische Landwirtschaft auf sogenannte biodynamische Präparate auf. Am bekanntesten ist vielleicht das sogenannte Präparat 500. Da werden dann eben gefüllte Kuhhörner bei Vollmond vergraben und das soll eine positive Wirkung auf die Biologie oder ja die Artenvielfalt haben und einen vitalen Boden, eine vitale Pflanze ergeben. Die individuelle Hofgestaltung und ein geschlossener Betriebskreislauf ist ihnen sehr, sehr wichtig. Das soll heißen, dass der Hof an sich ohne externe Produkte oder Hilfsstoffe auskommt, sondern er quasi seine Kraft aus sich selbst schöpft und die Natur alles bereitstellt, um den Hof nach diesem Konzept zu bewirtschaften. Jeder soll sich da selber seine Meinung machen. Für mich ist heute im Mittelpunkt, ob die Art der Bewirtschaftung des Weinberges sich geschmacklich im Wein niederschlägt. Ich finde es, wie gesagt, grundsätzlich gut, dass man naturnah, nachhaltig einen Betrieb führt. Und ich bin da selber sehr gespannt. Ich habe noch nicht allzu viel biodynamische Weine selber probiert. Vielleicht waren da auch welche dabei, wo es mir gar nicht bewusst war. Aber für mich geht es einfach heute darum, euch zu zeigen, anhand dieser zwei konkreten Beispiele, ob Biodynamik letzten Endes auch im Glas dann herauszufinden ist. Und diese Art der Produktionsmethode hat einfach mittlerweile eine gewisse Popularität, sodass ich das Thema als solches hier gar nicht aussparen möchte und auch aussparen kann. Und wer sich mal die volle Dröhnung geben möchte an biodynamischen Weinen, in München findet jedes Jahr die Biodün statt. Das ist eine Weinmesse, meines Wissens abgehalten im Straßenbahndepot des MVV oder MVGs, wo nur biodynamische Aussteller zum Zug kommen. Und ich meine, das ist immer so im Juli. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir um auf die Praxis und besprechen die zwei Weine gemeinsam mit Alexei.
Ja, bevor wir die Weine jetzt gleich öffnen und besprechen, der übliche Hinweis zur Vorbereitung. Der Weißwein sollte natürlich gekühlt sein, frisch aus dem Kühlschrank, 8 Grad Celsius. Und der Rotwein ist ja ein vermutlich eher leichter Vernatsch, ein kalterer See. Vielleicht war der eine oder andere ja schon mal von euch in Südtirol zum Törgelen und ist mit dieser Weinstilistik schon mal in Berührung gekommen. Auch den Rotwein heute würde ich vielleicht sogar leicht gekühlt verkosten. Ich werde meine Flasche mit circa 17 Grad probieren. Und ein Weinglas würde reichen. Wir probieren die Weine nicht parallel. Denkt an die weiße Unterlage und den Spickzettel für die Aromen. Bevor wir die Weine jetzt gleich aufmachen, stellt sich Alexei zunächst selber vor, erzählt uns ein bisschen was von seiner Heimat, St. Petersburg, Russland, wie es dort mit dem Weinbau ausschaut. Und dann geht's auch endlich los mit den beiden Weinen. Viel Spaß bei der Verkostung. Ich freue mich, euch heute quasi die zwei Weine zur 25. Ausgabe von Wein verstehen leicht gemacht zusammen mit jemand anderes gemeinsam begrüßen zu dürfen. Und dank Corona haben wir es leider nicht geschafft, uns quasi gegenüber zu sitzen und in real life die Weine zu besprechen. Aber wir haben es jetzt nach langem Hin und Her mit Skype geschafft, uns zu verbinden, und wir hören uns jetzt auch. Und ich begrüße ganz herzlich jetzt in meiner Runde den Alexei. Und der hat sich eben bereit erklärt, mit mir die zwei Weine heute zu verkosten. Hallo Alexei. Hallo Florian, hallo zusammen. Grüß dich. Ich bin sehr froh, dabei zu sein. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich möchte mich auch nochmal bei dir an der Stelle bedanken, eben, dass du die Weine jetzt ja auch extra gekauft hast bei mir. Normalerweise hätte ich es ja auch, wenn es mir bei mir zu Hause gemacht hätten, hätte man natürlich die Weine, die ich zu Hause habe, hernehmen können. Aber naja, besondere Zeiten verlangen besondere Maßnahmen, umso besser, dass es jetzt geklappt hat. Alexei, ganz kurz mal zu dir vielleicht. Stelle ich mal kurz vor, dass die Leute wissen, mit wem sie so ein bisschen zu tun haben. Ja, gerne. Also ich heiße Alexei Pilin. Ich komme ursprünglich aus Russland, aus St. Petersburg, und lebe schon seit 5,5 Jahren in Deutschland, momentan in Kempten. Mit Wein habe ich beruflich noch nichts zu tun. Ich arbeite im Marketing, aber Wein ist mein Hobby und meine Leidenschaft. Ich habe in St. Petersburg noch einen Sommelierkurs absolviert und dann einfach Weine sehr gerne weiter probiert und in dieses Thema einfach weiter recherchiert. Und dann letztes Jahr habe ich überlegt und mich entschieden für den WSET-Kurs. Bin dann bei Weininstitut in München gerade ins Level 3 eingestiegen. Okay. Also das heißt, bei Stefan Metzner machst du das dann wahrscheinlich, ne? Bei Herrn Metzner und Nesmer, teilen den Kurs. Genau. Ja, genau, die zwei machen das. Und Stefan kenne ich auch schon ganz gut. Der ist eben auch Weinakademiker wie ich. Und wir hatten auch schon das Vergnügen, da auf der einen oder anderen Veranstaltung uns in München da kennenzulernen. Also zunächst mal großes Lob an dich. Ich weiß jetzt nicht, ob du deutsche Wurzeln hast. Ist ja jetzt nicht so unüblich in Russland, aber für 5 Jahre finde ich dein Deutsch auf jeden Fall schon sehr ausgezeichnet. Das ist schon mal echt super. Ja, vielen Dank. Deutsch habe ich schon länger gelernt, noch in der Schule 10 Jahre und danach. Ah, okay, gut. Das erklärt es dann quasi. Ja, und was viele nicht wissen, ich sage jetzt mal, aus meinem eigenen Freundeskreis ist es jetzt so, dass man Russland nicht unbedingt auf dem Schirm hat, so in Mitteleuropa. Ist ja auch, wird ja gerade jetzt im politischen Rahmen eher kritisch gesehen. Aber jetzt, wenn wir beim Thema Wein bleiben, ist es so, dass Russland eigentlich schon seit Jahrhunderten auch ein sehr, sehr wichtiger Markt war für die Weinproduktion in Europa. Und insofern ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass gerade in Moskau und St. Petersburg, also die von uns aus gesehen
am nächstgelegenen großen Städte in Russland und auch vielleicht die, die am meisten nach Europa orientiert sind, dass dort Wein eine sehr große Rolle spielt. Also es hat schon durchaus sehr traditionsreiche Wurzeln. Also der Zarenhof, der war ja ein Stammkunde, gerade in der Champagne. Und ja, erzähl vielleicht mal kurz, was Wein für einen Stellenwert in Russland hat. Also ich kann nur sagen, einer meiner Jugendsünden neben Lambrusco war eigentlich Grimmsekt. Ja? Also ich hatte da lustige Erfahrungen mit Grimmsekt gemacht. Aber wie ist die Wahrnehmung in Russland zu Wein? Also der Weinmarkt boomt oder hat bis vor kurzem geboomt, aber wächst immer noch. Und besonders ja natürlich in solche Städten wie Moskau, St. Petersburg, andere größeren Städte, Millionenstädte, da interessieren sich immer mehr Leute für Wein. Und der Trend gibt es schon seit einige Jahren. Wenn man in Moskau oder St. Petersburg einfach irgendwo im Zentrum unterwegs ist, dann sieht man, wie viele Weinbars es schon gibt. Es gibt sehr viele Weinkurse, Weinschulen. Man kann zum Beispiel WSET auch bis zum Level 3 auch in Russland absolvieren, wie ich das hier gemacht habe. Und es gibt sogar eine Szene für Naturweine und Biodynamie auch. Also das ist auch ein Thema. Und ja, das andere ist natürlich, dass es auch in Russland produziert wird. Ja. Und das jetzt mit der wirtschaftlichen Lage und mit Rubelkurs und anderen Themen, der lokal hergestellte Wein wird auch immer gewinnt an Bedeutung, kann man schon sagen. Natürlich vielleicht nicht mit den Mengen wie die großen Hersteller aus Europa etc., aber gibt schon ein paar guten oder sogar mehr guten Erzeuger und Hersteller auch in Russland. Okay, und du hast schon selber auch russischen Wein probiert, dann nehme ich an, oder? Ja. Und ganz unterschiedliche. Wo in Russland wird dann Wein angebaut? Also Schwarzmeer ist ja mit das Wärmste, was Russland zu bieten hat. Ja, genau, so in dieser Region, ja, so Sotschi, Krasnodar und ja, im Süden, klar. Im Süden dann, ja. Okay. Also ich war ja beruflich auch schon in beiden Städten, St. Petersburg mehr wie Russland, wie Moskau. Und was man jetzt, wenn man da noch nicht war, was man einfach sich gar nicht so vorstellt, also insbesondere jetzt Moskau, dass es halt wahnsinnig mondäne Städte sind, wo sehr viel Geld unterwegs ist und entsprechend bringt es auch einen gewissen Boom natürlich für Wein, weil Wein in ab einer gewissen Preisklasse einfach ja auch ein Luxusgut ist oder ein Standesausdruck, was man sich eben leisten kann, spiegelt sich ja dann in solchen Kreisen ja auch unter anderem darin, was man dann eben auf dem Tisch stehen hat oder serviert. Und das strahlt natürlich auch ab auf eine gewisse Mittelschicht. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Einwohner hat Moskau? 5 Millionen? St. Petersburg hat 5 Millionen. Moskau hat offiziell momentan, denke ich, so 12 oder 13. Mit dem ganzen Außenrum, okay. Tatsächlich ein bisschen mehr sogar. Ich denke, so die 14, 15 Millionen hat Moskau schon. Aber es sind natürlich riesen Bevölkerungsmengen. Und da ist natürlich klar, dass in den beiden Wirtschaftszentren und Moskau ist ja, also Russland sich, glaube ich, ist ja eh relativ zentralistisch ausgerichtet. Alles schaut nach Moskau und da ist natürlich, bildet sich eine wohlhabende Mittelschicht auch aus, die natürlich dann auch zu Weintrinkern werden. Deswegen wundert mich das jetzt auch gar nicht, dass dort Wein eine gewisse Rolle spielt. Und wie ist es mit unserem heutigen Thema? Ist Russland schon so weit, dass dort biologisch erzeugte Weine oder sogar biodynamische Weine eine Rolle spielen oder sind die jetzt gerade mehr noch auf dem konventionellen Weg unterwegs? Also
Natürlich ist man mehr auf dem konventionellen Weg unterwegs, wie im Prinzip, denke ich, mehr oder weniger überall. Naturweine sind eher eine Nische in Russland auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es gibt Importeure, die sich sehr stark mit diesem Thema beschäftigen. Es gibt Weinfestivals speziell für Naturweine und biodynamische Weine. Es gibt Weinbars, die sich auf diesem Thema spezialisieren. Mhm. Ja, also das ist eine Nische, aber die gibt's. Genau, wobei man jetzt, sag ich mal, zumindest im deutschen Sprachgebrauch ist es so, dass Naturwein eigentlich eine Herstellungsmethodik meint, die möglichst wenig mit dem Wein macht. Also zum Beispiel ein Aspekt wäre jetzt eben das Nicht-Schwefeln, wie ich es in der letzten normalen Podcast-Ausgabe ja besprochen habe, die ungeschwefelten Weine. Das würde jetzt so im Sinne von Naturwein sein oder keine Schönung, keine Filtration, eben keine Schwefelung. Alles das wäre eben unter dem Begriff Naturwein zu verstehen, wo man eben einfach versucht, dem Wein möglichst wenig an Technik anzutun. Das hat muss aber nicht automatisch heißen, dass die Weine biologisch erzeugt sind oder biodynamisch, sondern die Begriffe, die verschwimmen, das ist ganz klar. Die Trennschärfe ist jetzt zumindest am Produkt oft nicht ganz klar zu erkennen, weil die Leute, die jetzt diese Naturweinphilosophie verfolgen wollen, sind natürlich vom ganzen Setup und Einstellung her natürlich schon eher ökologisch angehauchte, sage ich mal. Ja. Deswegen sind Naturweine häufig schon biologisch erzeugte Weine oder biodynamisch erzeugte Weine. Aber trotzdem muss man es unterscheiden und darf es eigentlich nicht in einen Topf schmeißen, weil es unterschiedliche Sachen meint. Also, und das ist genau da, wo ich jetzt letzten Endes auch auf unsere zwei heutigen Weine eben zu sprechen kommen möchte. Was Ziel der heutigen Verkostung wäre, ist eben herauszufinden, ob Biodynamie ein gewisses Geschmacksprofil oder eine gewisse Note im Wein hinterlässt oder ob biodynamisch erzeugte Weine auch schmecken wie ganz normal konventionelle erzeugte Weine. Und das ist genau bei Naturwein eben nicht der Fall, weil der eben deutlich anders schmeckt wie die Mainstream-Weine. Ja. Beim nicht geschwefelten Wein war es ja auch schon so. Ich weiß nicht, ob du die auch probiert hast oder schon mal generell ungeschwefelte Weine probiert hast. Dort hat man schon dieses einen ganz typischen Geschmack oder Aromen, die für schwefelfreie Weine stehen. Und ehrlich gesagt, ich habe noch nicht so wahnsinnig viel biodynamische Weine getrunken. Es gibt hier in München gibt's ja die kleine Messe Biodyn. Ich glaube, die ist in dem Straßenbahndepot, findet die immer statt. Ich habe es bisher jetzt nicht geschafft, dorthin zu gehen. Auf anderen Weinmessen war ich zwar immer wieder mal bei irgendwelchen Biodynamikern gestanden, aber mir sind jetzt die biodynamischen Weine, haben schon auch eine gewisse Eigenart, sage ich mal, die schwierig jetzt in Worte zu fassen ist, aber vielleicht findet man das mit den beiden Weinen raus. Ist deine Erfahrung ähnlich, würdest du sagen, an einem bestimmten Twist im Wein erkennt man Biodynamie oder ist es, würdest du sagen, das ist sehr schwierig rauszuschmecken? Ja, das Letztere, also ich denke, ich habe mehr biodynamische Weine getrunken, als ich weiß, weil manchmal wird es nicht so ausgelobt und man erkennt vielleicht dann im Nachhinein, oh, dieser Hersteller war eigentlich oder ist eigentlich biodynamisch oder verwendet einige von den Prinzipien, es sind ja viele. Ja. Und da stimme ich dir zu, ja, bei Natural Wine, bei Naturweinen schmeckt man das eher raus, dass der ganze Verfahren nicht konventionell ist. Bei den biodynamischen Weinen, ich habe auch nicht so große Erfahrung, um ehrlich zu sein, aber meine Hypothese ist eher,
ja, man wird das nicht unbedingt sofort rausschmecken, dass es ein biodynamischer Wein ist. Also mit allen biodynamisch angehauchten Winzern, wo ich gesprochen habe, meistens dann vor Ort bei denen im Weingut, dann besichtigt man natürlich auch die Weinberge. Und also im Weinberg ist es augenscheinlich, dass dort vieles anders läuft. Es schaut, ich sage jetzt mal, wertneutral ein bisschen verwilderter aus, wie jetzt vielleicht in konventionellen Weingut. Aber es ist natürlich, wie gerade schon gesagt, es vermischen sich da viele Sachen, weil viele Biodynamiker eben dann auch Naturweine herstellen aus ihren biodynamisch bewirtschafteten Weingärten. Und deswegen ist es da oft nicht so trennscharf. Und was dann das Besondere im Geschmack macht, ist eigentlich dann eher, was danach im Keller passiert, was den besonderen Geschmack dieser Weine ausmacht. Und vielleicht jetzt weniger der Anbau, aber diese Biodynamie per se, wie ich es in der Einleitung ja schon versucht habe zu beschreiben, bezieht sich eigentlich nach der ursprünglichen Lehre auf die landwirtschaftliche Seite der Weinerzeugung. Ja. Und selbst da ist es so, wenn man eben mit den Leuten spricht, sagen sie schon, die gewisse Vitalität, Naturnähe schlägt sich im Wein nieder. Aber ich bin gespannt, was die zwei Weine haben. Wir haben ja heute zum einen Wein aus Südafrika. Ich glaube, ich habe es jetzt schon mehrmals erwähnt. Ich bin ja ein absoluter Südafrika-Fan, Liebhaber und war auch schon etliche Male vor Ort. Und leider jetzt länger nicht wegen Nachwuchs, aber das hoffen wir jetzt, wenn Corona mal vorbei ist, auch wieder in Angriff nehmen zu können. Und Südafrika ist halt auch einfach von Wein, also in Bezug auf Wein, auch ein sehr spannendes Land, weil es auch eine uralte oder sehr jahrhundertelange Tradition hat, was Weinbau angeht. Hatten dann auch eben wegen politischen Systemen ziemliche Probleme mit der Qualität, auch nach dem Ende der Apartheid. Aber es hat sich jetzt die letzten Jahrzehnte sehr stark gemausert. Es ist eine sehr junge Generation am Start von Winemakern, auch insbesondere Frauen und schwarzen Winemakern. Es ist halt dort immer sehr, sehr spannend, dass es da nicht nur eine weiße Domäne ist, sondern dass eben auch das, was früher in der Apartheid den Weißen vorbehalten waren, jetzt immer mehr halt auch von den Schwarzen, ich möchte jetzt nicht sagen, übernommen werden, aber dass sich auch an dem Feld immer mehr schwarze Weinmaker hervortun mit einer ganz tollen Qualität und auch einzelne Weingüter und eben nicht nur die Schwarzen als Arbeitskräfte jetzt für den Weinberg oder für die Drecksarbeit in Anführungszeichen herangezogen werden, sondern eben auch im Einzelfall sehr stark für die Weine verantwortlich sind. Bei Reinicke selber war ich noch nicht, ist aber eben ein Weingut, was jetzt schon auch Mitte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet worden ist. Hieß damals auch anders, aber seit einigen Jahren und Jahrzehnten mittlerweile eben auch schon biologisch bewirtschaftet wird und jetzt seit längerem auch schon biodynamisch und ist auch entsprechend zertifiziert. Und wenn wir uns die Flasche anschauen, ich fange ja immer an mit der Flasche, also mich spricht das Etikett an sich schon mal an, ja, das ist sehr puristisch gehalten. Vorne steht Organic drauf. Organic ist jetzt im Englischen, würde jetzt eigentlich stehen für biologisch angebaut. Aber wie gesagt, das ganze Weingut ist an sich eigentlich biodynamisch angebaut. Auf der Vorderseite sieht man jetzt nicht wahnsinnig viel. Es steht halt der Jahrgang drauf und die zwei beteiligten Rebsorten. Also es handelt sich jetzt hier um eine Cuvée und das Rückenetikett verrät auch die Größenverhältnisse, also 57% Sauvignon Blanc haben wir hier und 43% Semillon. Du wirst es auch wissen, die beiden Rebsorten sind eigentlich ein
sehr bekannter und auch profilierter Verschnittpartner. Also das ist eigentlich eine ganz übliche Cuvée, wie man es aus dem Bordeaux eigentlich kennt. Genau. Hast du schon mal weißen Bordeaux probiert? Ja. Hast du es im Kopf, im Geschmackszentrum abgespeichert, wie die ungefähr schmecken? Okay, das Letzte, was ich probiert habe, war aus Graf und das war auch im Barrique gelagert. Also was hier nicht der Fall ist bei Rheinecke, wenn ich mich nicht irre, das ist ein komplett anderer Profil, aber grundsätzlich weißer Bordeaux, ja, ist normalerweise frisch, mehr Sauvignon Blanc als Semillon in den meisten Fällen. Und dann diese klassische Sauvignon Blanc Geschichte, kann man sagen, Zitrus, Apfel, relativ hohe Säure, einfach frisch und angenehm. Klar, es gibt dann unterschiedliche Qualitätsstufen und auch dann Komplexitätsstufen, aber Also grundsätzlich ist es so, dass Sauvignon Blanc bietet ja eine große Bandbreite an möglichen Stilistiken, je nachdem, in welchem Reifestadium er geerntet worden ist. Und da macht man sich ja gerade in Südafrika oft zunutze und auch in Neuseeland, dass es Verschnitte gibt von unterschiedlichen Reifegraden, um eben von grüner Paprika bis zu Maracuja alles dabei zu haben. Aber Sauvignon Blanc grundsätzlich ist halt eher eine säurebetonte, herbe, aromatische Rebsorte, sehr aromatisch. Und das Semillon bietet eben genau das Gegenteil davon. Er ist halt eher, sage ich mal, körperbetont, hat eine gewisse Schmelzigkeit. Schmalzigkeit ist eher hoch in der Viskosität, ergibt halt schwere Weine. Und dort, deswegen passen die beiden halt so ganz gut zusammen, weil der eine genau das nicht hat, was der andere liefert. Und deswegen ergibt sich das eigentlich ganz gut. Bin mal gespannt, ob die versucht haben, jetzt den klassischen Bordeaux-Stil nachzuempfinden oder ob es eben ganz eigene Wege sind. Südafrika an sich, muss man vielleicht nochmal wiederholen, ist ja ein Land, was grundsätzlich zur neuen Welt zählt. Aber in der Blindverkostung ist es meistens so, wenn man nicht weiß, ob es neue oder alte Welt ist, ist es oft Südafrika, weil die ein bisschen zwischen den Stühlen hocken. Also aus der Tradition heraus versuchen sie halt sehr nah, meistens an Europa, die Stilistik herauszuarbeiten. Aber durch das andere Klima und eben, weil es doch halt neue Welt ist mit viel progressiven Leuten, kommt dann oft schon diese sehr fruchtbetonte, vordergründige Aromatik mit rein. Deswegen weiß man in Südafrika oft nicht ganz genau, wenn man die Weingüter, den Wein nicht kennt, ob ich jetzt hier eher neuen Weltwein im Glas haben werde oder alte Welt. Das wird jetzt hier auch spannend sein. Ja, dann schreiben sie eben noch auf der Rückseite ein bisschen was, dass sie keine Pestizide und keine Mineraldünger verwenden. Und das Ganze soll dann eben in Umweltschutz und einen geringen CO2-Footprint sich niederschlagen. Ja, und da steht nur irgendwie ein Zertifikat. Das sagt uns jetzt hier in Europa eigentlich relativ wenig. Und das Ding hat einen Schraubverschluss. Das Thema hat man ja auch schon jetzt im Podcast öfters besprochen. Und was ganz typisch ist für Südafrika, die haben nämlich auch ein eigenes Etikett. Nachhaltigkeit ist dort schon immer ein großes Thema und deswegen ist oben am Flaschenhals auch eben dieses Steuerzeichen, ist aber kein Steuerzeichen, sondern es ist eigentlich ein Zertifikatszeichen, dass dieses Weingut eben nach diesem Board entsprechend wirtschaftet und das sieht man bei relativ vielen Weingütern mittlerweile. Gut, hast du noch was zum Wein hinzuzufügen oder soll man einfach mal probieren? Ich würde sagen, wir probieren einfach. Wir probieren einfach mal, Okay. Also, besprechen wir. Du hast ihn ja schon aufgemacht, hast gesagt im Vorgespräch. So. Ja, also wenn man die Flasche öffnet, dann kommt einem schon mal ein Aromaschwall entgegen. Also so wahnsinnig zurückhaltend kommt er mir jetzt nicht vor. Nein. Farblich, ja, es ist
halb zehn jetzt zur Aufnahme schon. Also es wird ein bisschen schwierig hier jetzt mit Tageslicht. Hast du bei Tageslicht dir nochmal angeschaut, Alexei? Ich habe ihn auch kurz vor der Aufnahme aufgemacht, aber ja. Ich würde das als Zitronengelb mit ein bisschen goldenen Reflexen beschreiben, wenn man so sagen darf. Genau, also die weißen Bordeaux sind meistens farbkräftiger wie das, was man jetzt hier im Glas hat, was eben, wie du schon eingangs gesagt hast, oft am Holzfassausbau liegt, den man jetzt hier vielleicht nicht haben. Ja, dann riechen wir mal rein ins Glas. Optisch kann ich jetzt eigentlich fast sonst nichts dazu sagen. Nee. Also der Wein ist jetzt im besten Wortsinn eigentlich unauffällig im Glas. Ja, wie würdest du das Aroma beschreiben, Alexei? Also bei mir im Glas dominieren mehr also tropische Früchte, mehr süße Früchte, Steinobst. Also obwohl in diesem Cuvée mehr Sauvignon Blanc ist als Sémillon, wenn ich das nicht wüsste, würde ich vielleicht andersrum sagen. Mehr Sémillon als Sauvignon Blanc. Also im Aroma auf jeden Fall. Ja. Aber sehr frisch, also es ist nicht zu heftig, das Aroma. Also Intensität so auf dem mittleren Niveau, aber sehr, sehr angenehm, frisch und dominiert vom Steinobst. Ja. Also von der Intensität her würde ich schon eher auf überdurchschnittlich gehen. Ich denke, da kommt einfach auch der Sauvignon Blanc zum Tragen, weil der eben, wie gesagt, eine sehr aromatische Rebsorte ist. Mhm. Also Steinobst kann ich gut nachempfinden. Ein bisschen tropische Früchte habe ich auch, sind es aber nicht so vordergründig wie jetzt im neuseeländischen Sauvignon Blanc. Ja. Und wenn man das Glas schwenkt, dann schauen wir mal, ob sich da das ändert. Ich rieche erst immer ungeschwenkt rein. Ja. Also wenn man das Glas schwenkt, dann kommt so die frische Zitrusaromatik viel deutlicher im Vordergrund noch. Ein bisschen pfeffrig finde ich ihn auch, was jetzt eher untypisch ist für die Cuvée. Also ein bisschen weißer Pfeffer, so eine leichte Schärfe und auch was Blumiges. Also was Blumiges, ich würde es vielleicht... Ich bin jetzt nicht der große Kamillentee-Fan, aber ein bisschen an Kamille erinnert es mich dann doch. Ja, also ich finde, stimmt er dazu, auf jeden Fall macht der Wein in der Nase schon mal einen sehr fruchtigen, schlanken, säurebetonten Eindruck, der jetzt durchaus vielversprechend ist. Also mich spricht das jetzt von der Nase her schon an, muss ich sagen. Ja, stimme ich dir komplett zu. Dann probieren wir mal. Ja, schon geht schon ab. Also, was überrascht ist, ist jetzt doch ziemlich, ich habe jetzt vorher keinen Wein getrunken, also ich sage auch in allen Seminaren immer, der erste Schluck ist ein bisschen außer Konkurrenz, gerade wenn man mit säurebetonten Weißweinen anfängt, ist es oft schwierig, weil sich die Mundflora an den Wein auch erst gewöhnen muss, deswegen schadet es nicht, zwei oder drei Schlücke erstmal zu nehmen, bevor man sich ein Urteil erlaubt. Ja, hat sich hier jetzt auch bewahrheitet. Also beim ersten Schluck fand ich die Säure sehr dominant. Das ist jetzt beim zweiten schon mal nicht so. Aber er hat viel Säure, gar keine Frage. Aber ich würde sie jetzt nicht als unangenehm beschreiben. Also im ersten Moment dachte ich mal, hoppala. Aber jetzt beim zweiten Schluck ist es knackig, frisch, aber nicht unangenehm. Ne? Das ist sehr angenehm. Ich finde, also bei mir war der Wein vielleicht ein bisschen länger im Glas schon. Und ich finde, es ist ein sehr gut balancierter Wein. Ja, die Säure spürt man sehr gut, aber das ist auch sehr
gut eingebunden. Also es ist eine sehr angenehme Säure. Ja, Mittel plus vielleicht, ja. Aber ja, sehr, sehr, sehr angenehm. Den Körper würde ich durchaus als leicht bezeichnen. Und das ist schon jetzt, sage ich mal, der auch, also die Viskosität ist eher gering. Es ist sehr dünnflüssiger Wein. Der ganze Körper erscheint mir jetzt eher auf der leichten Seite. Alkoholgehalt soll er 13% haben. Ich finde, dass der Alkohol ist eigentlich auch sehr gut integriert. Ja. Man hat jetzt nicht unbedingt das Gefühl, man hat jetzt eine absolute Wuchtbrumme im Glas, wo nach zwei Gläsern einem die Lampen angehen. Das ist jetzt eigentlich nicht der Fall. Also er kommt eher leichtfüßig daher. Und das ist auch schon mal ein Unterschied zu dem, wie man es jetzt eigentlich im Bordeaux kennt. Da sind die Weine, die Weißweine oft viel, viel barocker wie der jetzt hier. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Die Aromatik her, muss ich sagen, hat jetzt in der Nase fast ein bisschen mehr versprochen. Die Komplexität im Mund, wie würdest du die beschreiben? Ja, die Nase hat etwas mehr versprochen, als man dann im Mund spüren kann. Aber irgendwie hat der Wein immer noch seinen Charme. Also er verliert ihn nicht. Ja. Also er hat schon eine gewisse Länge auch, die für mich jetzt hauptsächlich von den herben Aromen geprägt ist. Also von der Frucht, finde ich, schmeckt man erstaunlich wenig. Also man merkt schon, wie gesagt, Zitrusfrische, eine knackige Säure. Es sind aber jetzt keine tropischen Früchte großartig, finde ich, am Gaumen zu schmecken. Es ist mehr so das typische Herbe für mich, was eindeutig vom Sauvignon Blanc herrühren muss. Und ansonsten, finde ich, führt der Semillon eigentlich fast das Zepter in den Wein. Der Anteil ist ja auch sehr, sehr hoch, hast du ja auch richtig gesagt. Ja. Außer im Abgang ist es halt so, dass dort das Sauvignon Blanc nochmal stärker rauskommt. Aber das ist echt spannend, finde ich, an dem Wein, weil das Geschmacksprofil, das ganze Gerüst des Weines spricht für mich auch für einen sehr hohen Semillon-Anteil. Ich hätte es vielleicht jetzt auch so eingeschätzt wie du, dass vielleicht der Semillon mehr Prozente hat wie Sauvignon Blanc. Mhm. Aber hier und da schaut der Sauvignon Blanc dann durch. Aber es ist eine ganz interessante Mischung eben aus zurückhaltenden Sauvignon Blanc und einem Semillon-Anteil, der die Führung irgendwo übernimmt. Und im Abgang zeigt sich dann für mich eben einfach der Sauvignon Blanc nochmal durch diese herbe Note, aber die ganze Struktur des Weines kommt eigentlich vom Semillon. Für mich ist es so, dass in der Nase der Semillon dominiert hat und dann am Gaumen spürt man, dass es doch 50 oder über 50% Semillon dann doch drin sind. Mhm. Und ja, okay, das ist kein Weinvegetation, aber das ist auf jeden Fall ein guter Wein und ich denke auch ein guter Essensbegleiter. Ja, das auf jeden Fall. Also ich kann mir den sehr, sehr gut vorstellen an einem warmen, trockenen Tag am Kap zu dem Essen, was es dort unten einfach sehr, sehr lecker gibt, passt es sehr, sehr gut. Befürchte fast, dass da die Schickeria ganz gerne einen Eiswürfel da rein tun. Dann finde ich immer ziemlich grausam, aber man sieht das vor Ort an jeder Ecke. Aber ja, also für mich ich meine, es ist ja fast 50-50, ja. 7% auf oder runter ist ja jetzt wirklich nicht die Welt und das ist dann ja auch wirklich schwierig rauszuschmecken. Aber wenn man jetzt an manche Sauvignon Blancs denkt, auch eben gerade aus Südafrika, auch gerade aus der Ecke, nämlich unten in der Nähe von Hermanus, dann gibt es dort eben schon auch Sauvignon Blancs, die so ein bisschen Richtung Neuseeland gehen. Und da würde man schon einfach eine viel prägnantere Sauvignon Blanc-Aromatik erwarten, wie es jetzt der Wein bringt. Aber vielleicht haben die eben auch
ja, einen Lesezeitpunkt erwischt, wo sie eben nicht so auf die tropische Note setzen. Was jetzt für mich nochmal interessant wäre, also der Wein hat jetzt für mich zunächst mal nichts mit einem klassischen weißen Bordeaux zu tun. Sowas gibt es vielleicht auch in Bordeaux, wo der Holzfassausbau gar nicht stattgefunden hat oder sehr reduziert. Aber hat der Wein jetzt irgendwas, was man als typisch biodynamisch bezeichnen würde? Fällt dir was ein oder würdest du sagen, du kannst, würdest es jetzt eher an nichts festmachen? Nein, ehrlich gesagt, nein, ich kann jetzt nicht so Spezielles spüren, was jetzt irgendwie typisch für Biodynamie wäre, aus meiner Sicht. Also was ich manchmal gehört habe, ist, dass, dass biodynamische Weine eben nicht diese überbordende Frucht haben. Ja. Dass die ein bisschen zurückhaltender sind, dafür vielleicht fokussierter, ein bisschen klarer im Geschmack, nicht so über, nicht in dem Sinne künstlich, dass jetzt irgendwelche Aromen extrem hervorstechen. Und da ist, wäre Sauvignon Blanc ja einer der Rebsorten, die dafür prädestiniert wären, einen sehr aromakräftigen, vielleicht sogar parfümierten Wein zu ergeben. Und das ist jetzt hier eben nicht der Fall, sondern der Sauvignon Blanc tritt hier wirklich sehr zurückhaltend auf, also gar nicht so dominant, wie man es jetzt vielleicht erwartet. Wenn man jetzt mal sortenreine Weine nebeneinander stehen hätte, die jetzt ganz klassisch Sauvignon Blanc sind und Semillon, dann wäre das nochmal klarer, weil die Rebsorten wirklich fast, Antipode darstellen in ihrer Stilistik. Und vielleicht ist das, was den Wein jetzt, also wo man es herleiten kann, ist, warum der Sauvignon Blanc vielleicht nicht so dominant ist, ist vielleicht die Biodynamie, die im Weinbau stattgefunden hat, dass der eben nicht so extreme Aromen hervorbringt, wie es jetzt im konventionellen Anbau möglich wäre. Das wäre jetzt vielleicht ein Erklärungsversuch. Aber wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte, hätte ich jetzt nicht automatisch gesagt, ja, hier muss es sich um einen biodynamischen Wein handeln. Ja, genau. Das ist dann auch, ja, genau, die Frage ist, würde man, wenn man blind verkostet, sagen, okay, das könnte biodynamisch sein oder nicht? Ich würde das nicht vermuten. Der Wein hat auch eine tolle Mineralität, das würde ich vielleicht auch nochmal hinzufügen. Vielleicht sogar eine gewisse Salzigkeit fast schon. Also ich weiß nicht, wie stehst du der Biodynamie generell gegenüber? Das Konzept? Die Ideologie, wenn man es negativ sagen möchte? Ja, ich finde, dass eine Ideologie nicht unbedingt negativ ist. Und ja, Biodynamie, also ich sehe das als Philosophie, einen Ansatz, einen philosophischen Ansatz. Und also die Idee von der Nähe zur Natur und von dieser Harmonie und Balance in der Natur und auch dann im Weingarten, auf dem Weinberg. Ich finde, das ist eine sehr menschliche Philosophie. Why not? Ich finde, als Weinliebhaber, der Wein muss natürlich am Ende gut sein. Und wenn man das noch mit solchen Mitteln erreicht, die auch für die Natur gut sind und für die Menschen, die in diesem Weinberg leben, dann desto besser, warum denn nicht? Ja. Also grundsätzlich, sage ich mal, finde ich Nachhaltigkeit oder Umweltschutz natürlich auch wichtig. Und mir wäre es lieber, wenn mehr
Landwirte und auch Weinbauern natürlich umstellen, um nachhaltiger mit weniger Pflanzenschutz und Dünger ihre Produkte versuchen herzustellen. Und was du jetzt gesagt hast, stimmt soweit. Wobei das meiste, ja, was du jetzt gesagt hast, würde ja eigentlich auch noch unter dem Etikett biologisch nachhaltig laufen. Mhm. Und Biodynamik oder Biodynamie ist ja eine, die Idee, dass der Kosmos, und da fängt es dann schon an, weil das natürlich ein sehr weitgreifendes Wort ist, dass der Kosmos im Sinne der Gestirne, insbesondere des Mondes natürlich, Einfluss auf die Pflanzen hat. Ja, also da geht es ja durchaus dann darum, bei welcher Mondphase die Hörner vergraben werden im Weinberg, in welcher Mondphase geerntet wird und so weiter und so fort. Ich habe das ja eingangs, was da zum Teil gemacht wird, schon erwähnt und werde demnächst auch ein Interview mit einem deutschen Winzer, der nach Demeter zertifiziert ist, ein Gespräch führen. Muss aber jetzt auch wegen Corona nochmal schauen, wann das dann stattfinden kann. Aber ja, also da muss ich sagen, fällt es mir dann schon oft schwer und auch in Gesprächen, wenn ich auf irgendwelchen Messen war, hört man natürlich schon Aussagen, muss ich ehrlicherweise gestehen, wo mein naturwissenschaftliches Weltbild damit nicht unbedingt in Einklang zu bringen ist, auch wenn ich natürlich das wertschätze und honoriere, wenn man bei diesen Leuten ist und sich den Hof oder die Weinberge anschaut und auch die Produkte, das hat natürlich in vielen Fällen viel mehr mit Naturschutz, Naturverbundenheit, Nachhaltigkeit zu tun, wie jetzt in einem konventionellen Weinberg oder Weingut. Warum es jetzt da letzten Endes den Mond braucht, muss ich sagen, das erschließt sich mir nicht. Also da, ich hab da nichts dagegen. Also das kennt man ja vielleicht aus dem Freundes- oder Verwandtenkreis auch. Es gibt ja auch gewisse Bauernregeln, die sich auf den Mond beziehen oder wann man Haare schneidet, Nägel schneidet, Bäume fällt, pflanzt. Der Mond wird für vieles verantwortlich gemacht, im Positiven wie im Schlechten. Aber ich würde sagen, ich kann den Schritt da nicht mitgehen. Also ich sage an der Stelle, heute Nacht wird das Kuhhorn vergraben, weil das dann den und den Effekt hat. Und ich auch jetzt in der Vorbereitung für diese Sendung hatte ich nochmal versucht, mich hier und da einzulesen. Und zumindest, wenn ich es jetzt richtig zusammenfassen kann, ist es schon so, dass in wissenschaftlichen Studien ein zusätzlicher Nutzen über den ökologischen Anbau hinweg der Biodynamie nicht nachgewiesen werden konnte. Also für den Weinberg oder für die Natur ist es unerheblich, könnte man jetzt sagen, ob jemand biologisch oder biodynamisch wirtschaftet. Aber das ist ein interessantes Feld auf alle Fälle und ich würde auch nochmal euch, liebe Hörer, aufrufen, wenn ihr dazu eine fundierte Meinung oder habt, pro oder contra, ist eigentlich gleich. Ich freue mich ja über eine Diskussion. Schreibt mir doch, was eure Meinung zu biodynamischen Weinen ist oder hinterlässt einen Eintrag in dem neuen Forum auf meiner Homepage oder schickt mir eine Audionachricht. Die kann auch kritisch mir gegenüber oder meinen Aussagen sein. Also ich setze mich da gerne auseinander und freue mich da auf eures Feedback, was ihr von Biodynamie hält und auch von dem Weinen. Dann würde ich sagen, Alexei, widmen wir uns den zweiten Wein. Gerne. Zurück nach Europa. Und zwar nach Südtirol. Ja. Jetzt für uns in Süddeutschland Lebende
ist Südtirol, ich möchte jetzt nicht sagen zweite Heimat, aber es ist natürlich ein sehr begehrtes, sehr liebgewonnenes Urlaubsgebiet, weil es einfach innerhalb von 4 Stunden von München aus zu erreichen ist und hat natürlich einen gewissen Charme. Italien, ganz klar. Und der ganz große Vorteil, zumindest für mich, ist, es ist Italien und man spricht Deutsch. Das, weil ich halt Italienisch nicht kann, leider, weil ich die Sprache sehr, sehr gerne mag und sehr gerne höre, wurde leider keine Sprachbegabung in die Wiege gelegt. Deswegen bleibt es für mich dabei, das nur zu hören, ohne es zu verstehen. Aber gerade die Stadt Meran, die hat es mir sehr angetan. Da war ich auch schon etliche Male im Urlaub, weil es einfach für mich eine sehr schöne Kurstadt ist mit mediterranem Flair. Obwohl es mitten in die Berge liegt, 4 Stunden von zu Hause weg ist. Es wird dort Deutsch gesprochen, was es einfach mir vereinfacht im Vergleich mit dem Rest von Italien. Und es stehen halt Palmen rum. Ja. Und das, wo Deutsch gesprochen wird, wo Palmen stehen, ist in der Natur, in der freien Natur ist ja eher selten. Aber ich sag mal, die ganze Landschaft ist ja wirklich bilderbuchartig. Es ist ja fast grotesk, kitschig, wie manche Ecken in Südtirol ausschauen. Aber es ist einfach eine super schöne Gegend. Warst du im Urlaub schon mal in Südtirol? Nein, noch nicht. Ja, wo ich schon ziemlich lang in Bayern lebe, in Südtirol war ich noch nie. Nein. Ja, da musst du da unbedingt mal hinfahren, weil es ist wirklich landschaftlich, kulinarisch, sportlich, sei es Mountainbiken, Skifahren, Wandern etc. Echt eine sehr, sehr tolle Gegend, die auch ihre Herausforderungen hat. Da schließt sich der Kreis. Also ich habe dort auch schon etliche Winzer besucht in meinen Urlauben dort. Und Südtirol ist auch zum Teil die Obstkammer Italiens. Also es wird dort auch sehr, sehr viel Apfel angebaut. Und es sind riesengroße Monokulturen. Also in den ganzen Tälern, also in den Talboden, findet sehr viel Obst Anbau in Plantagen an und es ist eigentlich eine absolut krasse Monokultur. Ja. Es ist absurd eigentlich, wenn man das sieht, wie viel Äpfel da rumstehen, Apfelbäume. Und das geht natürlich nur mit einer konventionellen Erzeugung. Aber in Südtirol haben sich auch schon sehr, sehr früh Leute hervorgetan, die gesagt haben, der Raubbau an der Natur, den können wir nicht tragen. Wir wollen biologisch oder eben biodynamisch erzeugen und mit allen Leuten, die das gemacht haben, nicht gesprochen hatte, hieß es, dass eigentlich von den Einheimischen oft sehr, sehr starker Gegenwind war, die das nicht gut geheißen haben, dass dort jetzt quasi neue Methoden ausprobiert werden. Das ging im Einzelfall sogar so weit, dass auf Weinberge, die für biologischen oder biodynamischen Anbau zertifiziert werden sollten, bewusst Dünger oder Pflanzenschutzmittel ausgebracht worden sind, die dann das verhindert haben. Also das war zum Teil ein richtiger Krieg, der da zum Teil stattgefunden hat. Ja, und einer der, nicht nur was jetzt Biodynamie angeht, sondern einer der bekanntesten und prägendsten Winzer ganz Südtirols ist eigentlich das Weingut, von dem unser zweiter Wein her ist, nämlich Alois Lagitter, der relativ weit im Süden von Südtirol ist, also nur noch einen Steinwurf weg von der Grenze vom Trentino. Generell muss man vielleicht kurz noch sagen, dass die Weinstilistik in Südtirol vielleicht am ehesten noch mit dem Elsass zu vergleichen ist. Der Rebsortenspiegel ist sehr stark in Richtung deutschsprachigen Weinanbaugebieten ausgerichtet. Und man kann sagen, dass Südtirol eigentlich ein bisschen ein Artefakt im italienischen Weinbau ist, in dem Sinn,
dass die Stilistik dort eben und die Rebsorten nichts mit dem Rest von Italien gemeinsam haben und eben eher von der Sprache quasi geschuldet ist, sich auch der Weinbau mehr nach den deutschsprachigen Ländern orientiert. Soll heißen, Österreich, Deutschland, Elsass ist für mich so immer das deutschsprachige Weinanbaugebiet mit Südtirol zusammen. Und durch das, dass es halt eher im Süden ist, geraten die Weine meistens ein bisschen körperreicher, ein bisschen fetter. In Südtirol ist aber eben die Besonderheit, dass es halt ein sehr gebirgiges Anbaugebiet ist. Da kann die Wärme durch eine Höhenlage ein Stück weit kompensiert werden. Dafür erntet man aber mehr Sonneneinstrahlung und natürlich auch die Neigung der Hanglagen ist dort natürlich zum Teil extrem, sodass die Effekte der kühleren Durchschnittstemperatur durch die Höhe über dem Meer oft überkompensiert wird. Aber insgesamt kann man sagen, dass vielleicht, wenn man jetzt einen Vergleich ziehen möchte oder muss, dass es vielleicht eher die Rebsorten so sich anfühlen wie jetzt vielleicht im Elsass. Aber das ist fast so pauschal, dass es schon wieder fast falsch ist. ja, wir haben hier den Römigberg. Das ist eine Lagenbezeichnung. Im Prinzip ist es auf der Vorderseite auch wieder sehr nüchtern gehalten. Ja, da steht jetzt nicht mal eine Rebsorte oder irgendwas drauf, nur der Jahrgang 2016. Und auf der Rückseite ist es jetzt eigentlich interessanter. Dort steht nämlich alles. Bei mir ist 2017. Du hast 2017er, okay, ich habe einen 2016er. Ja. Das ist immer ein bisschen das Problem. Dann können wir gleich mal schauen, ob sich da die Jahrgänge unterscheiden. Genau. Aber hinten drauf steht jetzt eben biodynamischer Wein. Das Ganze auch nach EU zertifiziert. Und 2006 ist einfach ein Vernatsch. Und die Lagenbezeichnung ist ein IGT-Wein. Das ist ja der Landwein nach italienischem Weingesetz. Also Indicazione Geographica Tipica. Das wäre jetzt auf Deutschland übersetzt der Landwein. Warum er jetzt das nicht als DOC Alto Adige bezeichnet, ist, weiß ich nicht. Von der Rebsorte her, Vernatsch ist ja eine ganz typische Rebsorte für Südtirol. Ist ja der Trollinger, ist ja dasselbe. In Baden heißt er eben Trollinger, in Südtirol ist es der Vernatsch oder Schiava. Und müsste eigentlich meiner Meinung nach in den DOC-Regeln aufgeführt sein. Aber im Grunde wird dort eben auch der kalterer Seewein aus derselben Rebsorte gemacht. Und das kennt man eigentlich meistens vom Törgelen. Das ist dort eigentlich, sag ich mal, der Brot- und Butterwein. Warum jetzt das jetzt hier nur als Landwein bezeichnet werden kann, erschließt sich mir jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht. Ansonsten ein Haufen Informationen, das kann sich jeder auch selber anschauen auf der Rückseite. Das wäre jetzt zu weit gegriffen. Auffällig ist jetzt, auf den ersten Blick zumindest, die 12% Alkohol. Was hat denn der 2017er? 11,5 sogar nur, ja. Vernatsch ist generell jetzt eine Rebsorte, die, ich sage jetzt mal, eher dünne Weine, auch von der Farbe her eher farbschwache Weine erbringt. Aber das wäre auch schon ein Hinweis, weil 12 oder 11,5% wäre jetzt wirklich unterdurchschnittlich. Nicht unbedingt wenig, aber zumindest unterdurchschnittlich. Was jetzt ein Hinweis sein könnte auf biodynamischen Anbau, weil dort eben, wie ich eingangs schon zu den Aromen gesagt habe, diese Konzentration, wie man es im konventionellen Weinbau hat, kriegt man in der Biodynamie oft so vielleicht nicht hin. Und es schlägt sich dann eben auch letzten Endes im Zuckergehalt hier und da nieder. Aber da ist es immer schwierig, auch eine 1-zu-1-Relation zu finden. Also ich würde jetzt nicht sagen, es muss ein biodynamischer Wein sein, weil er jetzt so wenig Alkohol hat. Aber es ist zumindest ein Hinweis drauf, oder es erklärt sich der geringe Alkohol durch den biodynamischen Anbau vielleicht zusätzlich.
Ja, würde ich sagen, dann machen wir die Flasche mal auf. Es hat einen normalen Kork, Naturkork. Was fällt dir noch zu der Flasche auf? Ich finde das Design bei Alois Lageda immer einfach schön, wenn man so sagen kann. Es ist zurückhaltend, aber jedes Etikett ist schon besonders. Und ansonsten, ja, wie du schon gesagt hast, sehr viele Informationen auf dem Rücketikett. Und auf der Webseite von Alois Lageda findet man noch mehr. Ja, alle, genau. Hintergrundinfos zu den Weinen. Das finde ich auch immer gut, wenn man auf der Webseite oder in Social Media vom Hersteller auch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen finden kann. Und da ist der Alois Lageda ein sehr gutes Beispiel, finde ich. Ja, genau. Also die Seite von ihm ist sehr umfangreich. Und auf meiner Seite und in den Shownotes sind natürlich auch wieder die entsprechenden Links vermerkt, sodass ihr auf seine Seite dann relativ leicht findet. Und auf meinen Blogbeiträgen habt ihr ja auch alle probierten Weine von mir auf einen Blick. Und da wird die Flasche jetzt natürlich auch aufgeführt. Und über meine Seite findet ihr dann auch auf die Seite von Lageda. Und den Wein gibt es natürlich auch im Jahrgang 2017 dann noch bei mir zu kaufen. Ja, dann schenke ich es mir mal ein. Ja. Also die Farbe, ja, sag du erstmal, was dir dazu auffällt. Ja, sehr hell, klar. Erinnert sich in Farbe, ehrlich gesagt, an Pinot Noir oder Nebbiolo. Mhm. Ja, also so viel zu der Farbe. Also man kann das als fast schon als Granatrot bezeichnen. Ja. Ja. Und bei dir ist der Wein klar? Bei mir ist der Wein klar, ja. Bei dir nicht? Nee, bei mir nicht. Also das ist ordentlich getrübt. Ach so. Also in meinem Fall ist er auf jeden Fall nicht filtriert. Ich hoffe, der Wein ist jetzt nicht kaputt, aber die Farbe passt eigentlich noch. Er riecht auch nicht kaputt. Aber der Wein ist bei mir unfiltriert. Mhm. Also der ist undurchsichtig. Die Farbe an sich ist schwach, also die Farbintensität ist eher gering. Ja. Ich würde das fast schon, Granatapfel oder Blutorange, vielleicht sogar so ein Tick, so ein Erdbeerfarbenes. Das kommt aber auch jetzt bei mir ein bisschen durch die Trübung hinzu. Also auf jeden Fall, auf den ersten Blick würde man es vielleicht aus einem Spätburgunder halten können, ja. Oder eben Trollinger. Wenn man jetzt aus Baden ist, dann würde man wahrscheinlich den Trollinger naheliegender sehen, aber auf jeden Fall schon mal ein sehr auffälliger Wein von der optischen Erscheinung her. Dann riechen wir mal rein. Ja, was sagst du? Ich sag Bauernhof. Bauernhof? Ja. Also für mich definitiv, ja klar, also die roten Beeren sind auch dabei, Erdbeere, ein bisschen Kirsche, rote Johannisbeere, aber Bauernhof ist sehr, sehr präsent in diesem Wein, aus meiner Sicht. Wie ist es bei dir? Also auffällig ist die... wie gesagt, gut, jetzt habe ich schon geschwenkt ein Stück weit. Also der Wein ist auf jeden Fall zurückhaltend in der Nase. Die Intensität ist gering, aber durchaus prägnant. Also es ist halt einfach jetzt nicht neue Welt, springt aus dem Glas, haut dir in die Fresse, weil es ist schon ein zurückhaltender Wein, schon mit einer gewissen Prägnanz, aber jetzt nicht überbordend, ja. Es ist, und von den Aromaten her, ja, bärig ist es auf alle Fälle. Ja. Es hat schon so ein bisschen was vom Waldboden auch. Es hat schon so alle animalische Anklänge, vielleicht ein bisschen Leder sogar, was mich jetzt überrascht, weil der Kalterer See an sich ist eigentlich schon eher so was Fruchtiges, Easy Drinking.
mäßiges. Also da fällt der schon ein bisschen aus dem Rahmen. Ja, also nach Isedrinken riecht er kaum. Nee, also das ist auch durchaus positiv gemeint. Also ja. Das kalte Rasé wird ja alles verramscht, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, weil es einfach die ganzen Wochenendtouristen zum Törgelen hektoliterweise sich da einflößen. Das ist jetzt hier auf jeden Fall nicht der Fall. Ja. Also tut mir auch schwer, das irgendwie in Worte zu fassen. Ja, so ein bisschen Blutorange ist es vielleicht auch von der Nase. Bisschen Leder, bärig, Kirsche, Schwarzkirsche. Vielleicht ein bisschen Hagebutte auch. Schwenke ich nochmal und schauen, ob sich was ändert. Ja, nachdem man schwenkt, also wenigstens bei mir, ist also diese Borkenhoff-Note jetzt deutlich geringer geworden und die Fruchttöne sind jetzt ja auch im Vordergrund. Wie gesagt, Erdbeere, Kirsche, Kirschkompott vielleicht, ja. Erdbeere, so ein bisschen gekochte rote Beere, würde ich schon sagen. Mhm. Ja. Gut, marmeladig, da ist er mir jetzt zu leicht. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass es... Marmeladig nicht, aber so ein bisschen gekocht oder ein bisschen überreif. Okay. Ja, also das Lesegut ist sicherlich bestens ausgereift beim Lager. Also davon kann man ausgehen, dass der immer ein Lesegut im super Zustand und einen idealen Reifezeitpunkt hat. Ich muss jetzt sagen... Mhm. 2016 habe ich jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, wie das Wetter da war. Bin ich jetzt ad hoc auch überfragt. Aber vielleicht weiß der ein oder andere Hörer ja, wie 2016 und vielleicht sogar im Vergleich zu 2017 ausgefallen ist. Auf jeden Fall untypisch für mich. Hat das jetzt nichts mit dem kalten Rasé, was ich schon oft getrunken habe, probiert habe, mehr im wissenschaftlichen Interesse und nicht aus Genuss zu tun. Und insgesamt, je länger man reinriecht, geht es tatsächlich in diese Kirschecke rein. Und auch mit der Farbe hätte ich jetzt in der Blindverkostung wahrscheinlich getippt, eher auf Spätburgunder. Ja. Probieren wir mal. Ja, sprich. Also hier bei diesem Wein würde ich schon sagen, dass was man erwartet nachdem man das Aroma riecht, das bekommt man dann auch am Gaumen. Also das spiegelt sich wieder. Und was mir noch auffällt, ich würde diesem Wein nicht 11,5% Alkohol geben, sondern ein bisschen mehr, vielleicht so 12,5, sogar vielleicht 13. Oder das ist nicht so leicht, wie man erwarten würde, wenn man das 11,5% Alkohol. Ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Also meiner hat ja 0,5% mehr. Aber er wirkt schon körperreich, also ist schon wuchtig. Also was mich jetzt auch im ersten Moment überrascht hat, war eine gewisse Bissigkeit im Mund. Hat schon so einen ziemlich starken Grip. Es sind schon ordentlich Tannine drin, Gerbstoffe drin, die ja die Rebsorte jetzt an sich nicht unbedingt in Übermaß liefert. Kann jetzt natürlich auch ein bisschen an der Vergärung liegen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es gelaufen ist. Aber ich denke mal, allein jetzt von der Farbe her war die Maischestandzeit bestimmt nicht jetzt die kürzeste. Vielleicht war noch ein bisschen was vom Gerüst mit dabei beim Pressen, um ein bisschen mehr Tannine, Struktur, Gerüst mitzuliefern. Aber er packt schon im Mund richtig zu. Und im Mund ist er viel mehr typisch für kalter Rasé, wie ich ihn eigentlich kenne. Also das ist... Der hat, das ist schon auch diese Blutorange wieder, irgendwie mit Hagebutte. vielleicht auch Granatapfel, ich weiß es nicht. Ist schwierig zum Fassen. Also es ist jetzt nicht ein Wein, wo ich sagen würde,
der ist jetzt extrem fokussiert in den Aromen. Das ist mehr so ein Potpourri in eine gewisse Richtung. Also die roten Früchte haben wir jetzt hier schon. Am ehesten würde ich es jetzt eben vielleicht mit Granatapfel oder Blutorange beschreiben. Aber das Geschmacksprofil an sich erinnert schon stark am Kalterer See jetzt im Mund auf jeden Fall. Was mir noch auffällt, ich würde noch vielleicht Preiselbeere dazu sagen. Preiselbeere ist auch gut, ja. Die frische Preiselbeere, also am Gerüst noch, wie man es manchmal auf dem Teller als Deko mit drauf hat oder frisch vom Strauch, passt sehr gut, hast du recht, weil die Säure schon sehr spitz ist, aber nicht lange. Also die haut erstmal so kurz rein, aber geht dann schnell wieder weg. Aber die Preiselbeere-Aromatik ist auf jeden Fall da. Er ist halt, so wie er ist, muss ich sagen, erinnert es mich einfach an diese typischen Jausenbretter, die man in Südtirol hat. Also dazu jetzt ein Südtiroler Schinken mit dem Schüttelbrot, das passt einfach wie Arsch auf Eimer. Das ist durch diese knackige Säure und diese Bärenaromatik passt eben auch zu schweren, fetten Essen, wie jetzt eben Schinken, geräucherter Schinken, passt dazu einfach wirklich gut, weil diese knackige Säure das dann ein bisschen auflockert und die Aromen einfach gut zu was Fleischigen passt. Ja, nicht umsonst macht man ja auch zu vielen Fleischgerichten irgendwelche Bärensoßen oder Kirschsoßen. Ja, oder stimmt. Also ja, interessanter Wein auf jeden Fall. Also die Konzentration ist für einen Vernatsch oder Kalterer See auf jeden Fall auf der hohen Seite. Ich würde sagen, für das, was die Rebsorte hergibt, wie gesagt, es ist Trollinger und Trollinger hat einfach sehr, sehr große Beeren mit einer dünnen Haut, mit wenig Farbpigmenten. Das heißt, die Weine neigen dazu, nicht konzentriert zu sein. Trollinger wurde in Deutschland ja auch deswegen angebaut, um in der Nachkriegszeit eine gewisse Menge herstellen zu können. Und da war Trollinger mit absurd hohen Erträgen einfach prädestiniert dazu. Und aber der Wein ist jetzt einfach auch ein Beispiel, dass man, wenn man es richtig gut macht, auch eine gewisse Konzentration, eine gewisse Eigenwilligkeit hinbekommt. Was ich einfach jetzt schön finde am Gaumen, dass er letzten Endes, obwohl es biodynamisch ist, obwohl er nicht filtriert ist, obwohl er sehr konzentriert ist, eine gewisse Typizität des Kalterer Sees oder des Vernatsch aus Südtirol widerspiegelt. Und das ist mir beim Wein halt auch immer das Wichtigste, dass es eigentlich ein mehr oder weniger typischer, gut gemachter Vertreter seiner Herkunft ist. Ja. Und das ist er trotz allem, auch wenn man jetzt bei dem Wein, finde ich, schon viel deutlicher feststellt und herausschmeckt auch, und die Frage haben wir uns ja gestellt oder stellen wir uns heute, ist Biodynamie schmeckbar, ja oder nein, dann ist bei diesem Wein das auf jeden Fall deutlicher zu schmecken, dass hier unkonventionell gearbeitet genau. worden ist, wie es beim ersten Wein vielleicht ist. Ja, also diesen Wein kann man definitiv, also könnte ich für mich als unkonventionell und ja, auffällig, außergewöhnlich zeichnen. Und ja, von diesen zwei, die wir heute probiert haben, würde ich natürlich über den Roggen eher sagen, dass es ein biodynamischer Wein ist. Ja. Ja. Das schmeckt. Also ich würde es auch freuen, wenn ich mal ein Interview mit einem aus dem Lagerder-Team führen könnte. Ich müsste mal mein Netzwerk aktivieren oder vielleicht kann einer von euch, liebe Hörer, ja da einen Kontakt mal herstellen, weil mich natürlich schon interessieren würde, was den Wein jetzt so besonders macht im Sinne von andersartig. Ob das jetzt tatsächlich die Biodynamie ist, ob das der Ausbau ist oder ob es beides zusammen ist, das wäre mal interessant zu erfahren aus erster Hand, was den Wein so besonders macht. Was mir an dem Wein noch sehr gefällt, ist der lange Abgang. Der Wein hält einfach, bleibt da. Ja, das stimmt. Und der andere Punkt, wie er sich entfaltet. Wie gesagt, am Anfang habe ich gesagt, ja, ein Bauernhof, dann
ging das wirklich in den Hintergrund. Diese sehr angenehme rote Früchte kamen dann in den Vordergrund und dann diese animalistische Note ist auch perfekt eingebunden. So, das ist schon ein komplexer Wein, kann man sagen. Ja, also komplex ist er auf alle Fälle. Und was halt einfach unser eins immer Spaß macht, ist, wenn der Wein sich wandelt. Ja? Sei es jetzt, dass der jetzt eine gewisse Zeit offen ist, dass der eine Wandlung in der Flasche oder im Dekanter macht oder im Glas oder auch dann das Weinerlebnis an sich im Mund, dass eben da mehr passiert als wie nur einmal Holzhammer vorne drauf und dann weg. Also der Wein macht auf jeden Fall Spaß und man kann sich auch mit ihm mehr oder weniger detailliert auseinandersetzen. Und das finde ich einfach an dem konkreten Beispiel sehr schön. Und wie es auch, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ad hoc, in welcher Folge das war, aber ich hatte einmal aus Wein der Woche einen Müller-Thurgau von Stahl in Franken besprochen. Und Müller-Thurgau ist jetzt ähnlich wie Trollinger eine Rebsorte, die nicht berühmt ist für Qualität, sage ich mal so vorsichtig. Aber es hängt eben am Hersteller und an den Anspruch, dass man eben auch aus vermeintlichen schwächeren Rebsorten einfach auch wirklich interessante, tolle Weine machen kann. Und das ist hier einfach gelungen und es freut einen dann, wenn es eben auch ein kalterer See gibt, der dann so interessant und abwechslungsreich ist. Gut. Eine kleine Anmerkung habe ich noch zu diesem Wein. Ich habe ihn jetzt aus zwei unterschiedlichen Gläsern probiert. Ein war für Pinot Noir Nebbiolo Glas und der andere Syrah Glas, beide von dem gleichen Hersteller. Und ich muss sagen, aus dem Nebbiolo Glas ist die Aromatik, die einfach besser zu spüren sind, weil sie sich einfacher irgendwie. Also das wäre dann meine Empfehlung auf einem Pinot Noir oder Nebbiolo oder einem anderen ein bisschen bauchigen Glas diesen Wein zu trinken. Mhm. Wobei die Glasform ja eigentlich sich auszeichnet, schon durch eine Bauchigkeit, das ist richtig, aber eigentlich das chronische Zulaufen nach oben sich verjüngend, um eben die Aromen nochmal zu konzentrieren, ist eigentlich das, um was es jetzt beim Pinot Noir Glas geht, weil grundsätzlich die Weine halt eher vielleicht weniger intensiv sind und weniger Luft brauchen, weil meistens das Holz ein bisschen zurückhaltender ist. Aber ich meine, das ist jetzt ja auch, wie wir es ja hatten, kein Wein, der wahnsinnig intensiv ist. Deswegen kann ich mir das schon herleiten, dass ein nach oben hin sich verjüngendes Glas für den Wein vielleicht besser eignet, weil dort eben dann die Aromen nochmal konzentrierter in der Nase dann ankommen. Vielen Dank für die Einladung, das hat echt Spaß gemacht. Das Buch zum heutigen Thema, meine Buchempfehlung für euch, ist ziemlich zugeschnitten auf das Thema biodynamischer Weinbau. Es heißt nämlich auch biologisch dynamischer Weinbau, neue Wege zur Regeneration der Rebe und ist vor kurzem erst erschienen als Taschenbuch, und zwar am 25. März diesen Jahres erst und ist wie immer über meinen Amazon Affiliate Link auf meiner Seite zu beziehen. Ja, das Buch hat immerhin 244 Seiten und beschreibt, wie der Weinbau neu gestaltet werden kann unter Berücksichtigung des Konzeptes der biodynamischen Landwirtschaft. Und dort findet ihr dann alle Einzelheiten zu diesem Konzept. Und weil das eben ein ganz neues Buch ist, wird es auch alle Trends und Erkenntnisse der letzten Jahre zusammenfassen und entsprechend aktuell sein. Der Wein der Woche kommt auch diese Woche
mal wieder aus Südafrika. Und zwar handelt es sich um einen Wein, mit dem ich persönlich ganz besonders schöne Erinnerungen verbinde. Und zwar handelt es sich um das Weingut Chamonix aus Franschhoek. Ja, Chamonix kennt man vielleicht als Skiort in Frankreich, aber es ist eben auch ein Weingut in dem kleineren Weinort Franschhoek. Dort haben sich die Hugenotten niedergelassen und deswegen sind dort französische Namen gar nicht so unüblich. Und diesen Wein, eine Flasche davon, habe ich 2009 selber importiert sozusagen aus Südafrika, weil in diesem Jahr war ich zum ersten Mal mit meiner jetzigen Frau in Südafrika und wir hatten dann das schöne Weingut in Franschhoek besucht, hatten dort eine Weinprobe gemacht und das Weingut ist nicht nur gut, sondern auch sehr sehenswert. Es liegt auf halber Höhe am Hügel oben mit einem herrlichen Blick aus dem Garten in das Tal runter, wo dann das Örtchen Franschhoek zu Füßen liegt und man einen schönen Rundumblick über das ganze Tal, den ganzen Ort, die ganzen Weingüter hat. Und wie ihr schon euch denken könnt, ist der Jahrgang relativ alt, 2007. Ich hatte dort den Cabernet Sauvignon damals probiert, zum damaligen Zeitpunkt noch relativ wenig Ahnung vom Wein und hat mich damals eben so berührt, fasziniert, dass ich da eben eine Flasche dann direkt mit nach Hause nehmen wollte. Und ich hatte diese Flasche jetzt nach langen Jahren zu kurz vor Weihnachten, glaube ich, war es geöffnet, war auch sehr gespannt, ob der Wein jetzt nach knapp 13 Jahren überhaupt noch genießbar ist. Und zu meiner großen Freude war der Wein herrlich gereift, was nicht unbedingt zu erwarten war, weil über mehrere Jahre hatte ich keine perfekten Lagerbedingungen. Aber der Wein ist jetzt mit 2007 absolut auf seinem Höhepunkt. Er hat sehr samtige Tannine, immer noch ein bisschen Grip, aber sie sind natürlich jetzt durch das 12 Jahre lange Flaschenlager ordentlich geschliffen, sehr angenehm, sehr feinkörnig. Der Wein wirkt wegen der lebhaften Säure immer noch frisch und gar nicht veraltet oder überaltert. Ganz im Gegenteil, er wirkt eigentlich durch die Säure sehr elegant, ist natürlich trocken, hat einen mittleren Körper. Von der Frucht zeigt sich auch noch ein bisschen was, ganz typisch Cassis, aber haben wir natürlich hier die sogenannten Tertiärenaromen durch das Lager und die Sekundäraromen durch den ordentlichen Holzfassausbau auch noch liegen. Und ich freue mich auch, ich habe noch ein paar Flaschen auftreiben können. In meinem Shop findet ihr auch diesen Wein zum Nachkaufen und sogar eben auch in demselben Jahrgang 2007 für 17 Euro knapp. Und ich denke, das ist für so einen alten, gereiften Wein von der Qualität durchaus angemessen. Jetzt ist zwar, da steht der Sommer vor der Tür, aber für bis Weihnachten würde er auf jeden Fall noch durchhalten. Oder wenn ihr mal zum leckeren Fleisch einfach eine passende Essensbegleitung sucht, dann kann ich euch den Wein durchaus empfehlen. Und ich habe noch ein paar wenige Flaschen. Wer Interesse hat, schickt sich am besten und bestellt den Wein gemeinsam vielleicht mit Weinen für die nächsten Podcast-Episoden gleich mit dazu. Und er wird feststellen, dass der Wein sein Geld durchaus wert ist. Dann kommen wir endlich oder schon, je nachdem wie man es sieht, zum Ausblick auf die nächste Episode beziehungsweise auf die Weine, die ihr euch zum Mitmachen auf meiner Shopseite besorgen könnt. Und zwar die nächste Ausgabe vom WVLG Podcast Nummer 26 wird zunächst mal auf jeden Fall wieder ein Interview sein. Diese Ausgabe wird am 16. Mai erscheinen. Was
genau für ein Interview ist noch nicht ganz klar. Hier spielt Corona wieder mit rein. Ich habe schon eine Verabredung mit einem biodynamischen Winzer ausgemacht. Ob wir es jetzt noch vor der nächsten Ausgabe hinbekommen, ist fraglich. Ansonsten habe ich schon ein Interview in der Pipeline. Deswegen die Weine, die ich euch jetzt vorstelle oder ankündige, wäre dann erst für die 27. Ausgabe, welche dann am 6.6.2020 erscheinen wird. Und zwar bleiben wir noch mit unserem Fokus auf den Anbau von Wein. Und zwar neben biologischen Anbau oder neben biologischen Anbau, wie gesagt, gibt es noch den biodynamischen Anbau. Und im biologischen Anbau versucht man natürlich genauso auf Pflanzenschutzmittel zu verzichten. Da geht es insbesondere darum, um Fäulnis und Ungeziefer von der Weinrebe fernzuhalten und um auf Chemie in Anführungszeichen verzichten zu können, wurden Rebsorten entwickelt, die besonders pilzresistent sind. Und das sind die sogenannten Piwi-Rebsorten. Die sind eher unbekannt noch, würde ich sagen, aber diese robusten Reben ermöglichen es eben dem Winzer, einen ökologischen Anbau leichter umzusetzen, leichter einzuhalten, weil diese Pflanzen eben deutlich weniger anfällig sind für die ganzen Krankheiten, die es im Weinberg geben kann. Wir probieren zu diesem Thema einen Weißwein. Die Rebsorte nennt sich Johanniter. Und eine rote Rebsorte, die wahrscheinlich die bekannteste Piwi-Sorte ist, nämlich den Regent. Von welchem Weingut, würde ich sagen, ist an dieser Stelle fast egal. Jahrgang sollte eher jüngeren Jahrgang sein, vielleicht der aktuelle oder der Vorjahresjahrgang. Und schaut einfach, ob ihr, wenn ihr die Weine nicht direkt bei mir im Shop bestellen wollt oder eben bei eurem Weinhändler des Vertrauens einkaufen wollt, schaut einfach auf die Rebsorte. Einmal Johanniter und einmal Regent sollte für unsere Demonstrationszwecke ausreichen. Und der einfachste Weg wäre, die Weine bequem bei mir auf meiner Homepage zu bestellen. So, meine lieben Weinfreunde und Follower, nach knapp 2 Stunden sind wir jetzt am Ende der 25. Ausgabe von Weinverstehen leicht gemacht angekommen. Ich hoffe, trotz der Länge hat euch die Folge nicht gelangweilt. Ansonsten drücke ich euch die Daumen, dass ihr den Button für die Kapitelmarken gefunden habt. Wie immer freue ich mich über euer Feedback, egal auf welchem Kanal auch immer. Besonders möchte ich euch dazu aufrufen, mein neues Forum auf meiner Seite zu nutzen. Stellt dort eure Fragen, diskutiert dort mit anderen Hörern und vor allem schaut ab Anfang Mai auf meine Seite www.online-weinkurs.de, wie weit dort mein neues Projekt ein Video-Weinseminar zu starten gediehen ist. Und wie gesagt, wer Lust hat, als Beta-Tester für kleinen Preis 60 Euro für die 18 Episoden, respektive, ich glaube, 120 Euro für die ersten 12 Weine zum super Sonderpreis. Wer als Tester mitmachen möchte, würde mich sehr freuen, wenn sich da der ein oder andere von euch noch melden würde. Ansonsten wünsche ich euch wirklich eine möglichst angenehme Zeit. Haltet noch durch, wenn ihr genauso betroffen, gebeutelt seid wie von Corona, wie ich und meine Frau. Behaltet die Geduld und die Nerven. Macht's das Beste draus. Das Wetter spielt ja noch halbwegs mit im Augenblick. Bleibt gesund. Ich würde mich freuen, euch in 3 Wochen wieder an dieser Stelle begrüßen zu dürfen und wünsche euch bis dahin wie immer genussreiche Grüße aus München, euer Florian. Ciao, Servus.